Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Ramadan Bayram, das ist ein muslimisches Fest, aber auch bekannt als Zuckerfest. Und ich dachte mir, dass ich euch heute so ein bisschen mitnehme, weil wir haben einiges vor. Step 1, fertig machen. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht, wie ihr sehen könnt. Und ich muss euch einfach mein Outfit zeigen. Dann habe ich diese wunderschöne Ella Hose an. Die ist von Zara. Und dann habe ich einmal dieses Oberteil. Hier ist auch von Zara. In letzter Zeit gibt es total coole und elegante Sachen. Also falls ihr ein Outfit sucht, rennt zu Zara. Das Fest verbringen wir... Jackie, schlafen. Ja, ey. Gute Nacht. Ella sagt jetzt, das Fest verbringt man ja mit seiner Familie. Und deswegen ist Onkel jetzt wieder da mit Loco. This is Loco. Ich freue mich. Und ja, wir gehen gleich zu Oma. Da treffen wir dann auch Onkel. Und ja. Also ich zeige das jetzt auch in meinem Bayram-Blog, weil ich drehe auch ein. Also schau gerne mal hier vorbei. Mom wollte auch noch unbedingt Bayram-Cleaning machen, deswegen mache ich gleich die Couch sauber. Und wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Und genau, ich würde sagen, let's go! In der Zeit hat Ella ihren Kuchen gebacken und der musste nur noch dekoriert werden und dann war er auch schon fertig. Dann haben wir noch mit ein paar Verwandten telefoniert. Dennis ist in the house. Magst du Hi sagen? Hi. Hi. Essen war super lecker und jetzt gucken wir Germany's Next Topmodel. Wir haben die Folge nämlich gestern live verpasst, deswegen gucken wir sie jetzt auf Join nach. Und genau, ich freue mich schon, weil das ist dieses eine knallharte Interview mit Tränen. Ich weiß halt jetzt schon, wer rausfliegt. Spoiler, es ist Ania. Aber ja, deswegen, wir gucken jetzt. Wir sind jetzt fertig, also nicht ganz. Wir haben bis dahin geschaut, wo Selma den Beauty-Job bekommen hat. Hoffentlich bekam ich auch ein paar bald Jobs noch. Und jetzt ist es auch schon so kurz nach 8 und wir fahren nach Hause. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag, also danke an meine Family. Morgen werde ich euch auf jeden Fall noch mitnehmen, weil ich glaube, Bayram geht ja bis zu 4 Tage. Genau. Du Süßi. Tschüss, Loco, bis morgen. Bye. Willkommen zu Tag 2. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir meine Nägel gemacht. Und ja, ich bin so ein bisschen surprised, wie gut es geworden ist. Ne? Mom und Dad sind gerade einkaufen und gleich kommt Onkel mit Loco. Now I'm gonna eat the Donauwelle my dad made yesterday. So, guten Appetit. Loco ist da und Onkel auch. Hi. Wir gehen jetzt mit Onkel, Tante, Mom, Ella und Loco raus. Ich habe euch mein Outfit noch gar nicht gezeigt. Wir sind gerade bei Oma und haben gerade ein bisschen mit Loco auf der Terrasse gespielt und jetzt ist er sehr müde und schläft gerade auf Ellas Schoß.
willkommen zu Tag 3. Ja, wir haben es jetzt gerade so zwischen 15 und 16 Uhr. Wir waren gerade bei Onkel, haben uns verabschiedet. Und er ist gerade auf dem Weg nach Hamburg. Das geht wieder für ihn zurück. Wir werden dich vermissen, Onkel und Loco. Ich habe gerade auch noch mal für Englisch und Mathe gelernt. Ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, am Freitag Quarkbällchen zu machen. Aber ich kam irgendwie nicht dazu, deswegen machen wir sie jetzt, weil meine ganze Family drängt mich, weil die sind letztes Mal so richtig gut geworden. Da haben wir natürlich alle Lust, wieder Quarkbällchen zu essen, ne? Deswegen, let's go! Das Rezept mache ich im Thermomix.